Glück auf, ihr Lieben! Heute sind wir beim dritten Teil des ersten Buches. Das ist auch der letzte Teil des ersten Buches. Das erste Buch ist ein bisschen kürzer gehalten, dient zur Einführung in das ganze Geschehen. Und ich habe es nochmal in drei Teile geteilt, weil es wirklich viele Informationen sind. Man kann sich die Videos auch gerne mehrfach anschauen. Ich habe mir die Bücher auch mehrfach angeschaut und bin immer noch nicht hinter allem hinterher. Beziehungsweise bei allem zu 100% eingestiegen. Es gibt auch noch ein paar Berechnungen, die ich machen will. Aber so weit ich gekommen bin, ist alles sehr gut nachvollziehbar. Und wir sehen dann auch im zweiten oder dritten Buch, zweiten und dritten Buch, sehen wir dann auch Berechnungen, die jeder selber anstellen kann und die auch Sinn machen. So, hier sind wir bei dem Mond als Spiegelbild. Das hat man in den vorherigen Videos behandelt. Europa, Afrika, ne, Atlantis, gleich hier neben Afrika. Hier haben wir die große Karte mit den anderen Kontinenten, die hinter dem großen Eisring liegen. Wer weiß, die spiegelt es auch auf unserer Erdplatte. Wer weiß, ob die bewohnt sind, wer da wohnt. Viele spirituelle und alternative Weltansichten beweisen das auch, dass da noch andere Länder sind. Die sind sozusagen von hier innen nach außen gekommen. Wollen vielleicht mit uns nichts mehr zu tun haben, weil wir sind ja doch eine ziemlich seltsame Rasse. Vielleicht sind wir auch von denen hergestellt, vielleicht auch von etwas mehr, wer weiß. Hier kann man die ja, Distanzen genau einschätzen. Der Mond ist hier 50.000 Kilometer im Durchmesser. Hier hat er auch den antarktischen Kreis mit eingezeichnet, der eindeutig ein Kreis ist. Also wer da noch heutzutage was anderes sagt, der. Gut, reden wir nicht drüber. Dann haben wir den Norden. Ne, bis zum Antarktis sind 15.000 Kilometer. Haben wir den Äquator noch mit eingezeichnet. Ja, und bis zum Äquator sind 10.000 Kilometer. Ja, und dann hat er hier schon da ein paar Berechnungen angestellt, wo Mond und Sonne ist. Hat die dann eingetragen. Wie gesagt, der Grieche ist ein Genie, was der sich da für einen Kopf macht und alles unentgeltlich. Eigentlich müsste man ihn viel mehr unterstützen und diese Bücher kaufen. Und jetzt schauen wir uns mal an, die Antarktis. Ihr kennt das Antarktis Treaty. Nur ein paar Länder dürfen da Forschung betreiben und so sieht das bei uns auf der Globuskarte aus. Ja, da gibt es eine einzige Antarktis, wo geforscht wird. Ist natürlich sowieso die Frage, warum das so viele Länder so viele Stationen haben. Ja, kann man sich auch wieder streiten. Hier soll der Südpol sein. Ne? Da haben wir amerikanische Basis da in der Nähe. Ja, gut. Wenn wir es auf diese Karte beziehen, dann haben wir natürlich mehrere Südpole. Und dann sind wir auch bei dem Eiszirkel und da sehen wir auch, die passen. Also die sind immer auf einer Landmasse. Die Signature Station ist nicht auf einer Landmasse, so wie es aussieht, aber das kann durchaus noch der antarktische Kreis sein, wo geforscht wird. Aber hier unten sehen wir es, die sind alle auf Inseln bzw. auf den Kontinenten oder kurz davor. Es ist keiner mitten im Wasser, was natürlich auch ein Indiz dafür ist, dass es passt mit der Übersetzung oder mit dem Mond als Spiegelbild der Erde. Und dann sehen wir, dass da mehr geforscht wird. Einmal sind wir hier auf dem Kontinent Lemuria, ne, wo geforscht wird, und einmal auf Atlantis. Dann sind wir hier auf dem Terra Vista, auf dem. Dann haben wir hier noch eine Station. Und da ist die Frage, ist das vielleicht noch die Station, die damals zwischen 1930 und 1945 da entdeckt wurde, beziehungsweise erschaffen wurde? Sehr interessant. Haben wir mehrere in der Antarktis. Das macht er hier auch nochmal klar. Der antarktische Kreis, den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und natürlich haben wir den symmetrischen dazu auch noch. Ja, den symmetrischen Pol, den symmetrischen Äquator. Und dann sind wir da auch eigentlich in einem ziemlich symmetrischen Bild. Ne, da sind wir wieder bei der Geometrie, die viel mehr Aussage hat, als wir uns das vorstellen. Und ja, hier sind wir mal bei den Mondphasen, ne, und die Konstellation dazu. Wer diese Rohr lesen kann, ich bin noch dabei, diese zu verstehen. Die gibt es noch in einer komplexeren Form. Hier haben wir Sonne, Mond eingezeichnet, ne, New Mond, also Neumond,
dann First Quarter, also das erste Viertel, das letzte Viertel. Und da kann man schon erkennen, welche Sternzeichen da angepeilt sind. So, hier gehen wir auch noch weiter. Da haben wir die Mondphasen mit den Konstellationen. Aber sehr, sehr interessant. So, was er hier schreibt, ist, wenn wir einen Neumond haben, dann ist die Sonne und der Mond ja in derselben Konstellation. Im ersten Viertel, da ist ein Unterschied zwischen drei Konstellationen und zwischen Sonne und Mond. Das heißt 90 Grad Unterschied von dem magnetischen Nordpol. Ja. Bei einem Vollmond ist die Differenz 6 Konstellationen, das heißt 180 Degrees Unterschied, ne, oder Entfernung in dem Fall. Und im letzten Viertel sind es 9 weg, das sind 270 Grad. So, und das sehen wir hier nochmal mit dem ersten Teil, den wir hier geschrieben haben, im ersten Viertel, ne, dann wird der Mond größer, 3 Konstellationen weg, 6 Konstellationen weg, 9 Konstellationen weg. Anhand dieser Uhr kann man da gut was betrachten. Und wie ihr seht, ist das hier ein bisschen länger, breiter gezogen und das hier ein bisschen enger. Hat mit der Perspektive zu tun, aber dazu dann später mehr. Hier haben wir die Konstellation, also die verschiedenen Tierkreiszeichen eingetragen und dann haben wir natürlich immer bei diesem Bild, bei den Tierkreiszeichen, ein bisschen verschoben nach da. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir hatten den großen Mond und da waren wir hier unten mit dem antarktischen Zirkel und das sieht man auch hier. Hier ist der magnetische Nordpol, ja, von bei uns auf der Karte. Ja. Dann kommen wir auch zu den Jahreszeiten, ne? Frühling, Sommer, Herbst und Winter und sehen dann auch, wie diese zustande kommen. Haben hier diese, ja, Einteilung auf geometrischer Basis, die Sommersonnenwende, Wintersonnenwende und so weiter und so fort. Ja, also ist sehr nachzuvollziehen. Und jetzt übertragen wir das Ganze auf den Mond. Was ich vorher schon erwähnt habe, wir sind hier, haben diesen kleines Ding, aber das Ganze ist so groß, der Mond. Und deswegen haben wir auch diese Verschiebung der Konstellation, weil wir sind hier, hier ist der magnetische Norden und dann haben wir hier den großen Mond und hier haben wir ja unsere kleine Scheibe oder unseren Krater. Und an dem Mond kann man es dann sehr gut feststellen. Ne, und kann diese Dinge eintragen. Ja, ist das nicht interessant an der Stelle? Wie gesagt, für mich ist dieser Grieche ein Genie. Das ist sozusagen die Plasma-Mond-Karte. Jetzt haben wir hier nochmal einen direkten Vergleich, was ich sehr schön finde. Hat er wieder wunderbar eingetragen. Und deswegen auch hier das Langgezogene und das Verschobene, weil wir sind hier. Das ist unsere Perspektive, das ist unser magnetischer Norden. Und daher sehen wir das auch so. Macht auch alles Sinn. Und hier wird es nochmal weiter eingetragen. Hier ist die Qualität nicht ganz so gut, aber man hat hier Russland eingetragen. Ne? Man kann die Karte ja übereinander legen später, wenn man das will. Und dann haben wir die Jahreszeit. So, dann kommen wir noch zum Phänomen Tageslicht. Ja? Das ist die, als erstes muss man wissen, die Ionosphäre ist quasi der obere Part der Atmosphäre und die startet bei 40 Kilometern Höhe. Da ist quasi ein Gas drinne und das ist in zwei Teile geteilt aufgrund der molekularen Masse. Ja. Die Sonne passiert in der Ionosphäre, also die findet da statt und macht quasi oder läuft in Kreisbahn über dem Krater. Das ist sozusagen auch das Licht, das elektromagnetische Feld und daher gibt es einen Schatten und macht auch direktes Licht. Die Sonne ja, kreiert, erschafft also eine ja, kurviges Movement, also sie bewegt sich in Kurven. Ja, die Sonne kreiert ein elektromagnetisches Feld, das in einer Kurve um die Sonne herum existiert. Und das macht dieses Gas in der Ionosphäre um die Sonne, ja, wird reagiert mit der Sonne, mit dem elektromagnetischen Feld und dadurch gibt es diese Fluoreszenz, ja. Und diese Fluoreszenz ist das Tageslicht. Es kommt aus der Ionosphäre und wird auch Plasma genannt,
Ist wie gesagt wie so ein aufgespannter Schirm über die Erde, halt nur ein Teil, nicht überall, nur so weit, wie das Licht halt reicht. Und das Licht, ja, discharged, es entlädt sich sozusagen in der Umgebung und daher kommt es zum Tageslicht. Wenn die Sonne weggeht, dann ändert sich die Temperatur und der Luftdruck, der wird sehr niedrig in den Gasen, die quasi sich entladen. Und wenn die Sonne kommt, dann wird das Gas sozusagen wieder aufgeladen und wir haben Tageslicht. Wenn irgendwas in irgendeiner Art und Weise krumm ist, dann ist es das Tageslicht und nie die Erde oder das Wasser oder wie auch immer das gesagt wird, ja. Es passiert einfach über die Bewegung des elektromagnetischen Feldes. Ja. Das Ähnliche sehen wir dann beim Mond, nur in einer ja, umgekehrten Art und Weise. Und dann kommen wir zu den Seven Ceilings, also die sieben Begrenzungen. Ihr kennt das wahrscheinlich selber im Geografieunterricht vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher. Da gibt es die verschiedenen Schichten, Atmosphäre und so weiter und so fort. Und das wird hier als die verschiedenen Ceilings, also Begrenzungen, bezeichnet. Wir haben zum Beispiel hier die Erde mit Mond und Sonne, ja, und da haben wir dieses halbätherische Feld, ja. Das ist sozusagen die zweite Begrenzung. Die erste Begrenzung ist die Erde an sich, ja. Dann kommen wir zur dritten Begrenzung. Da haben wir dann Mercury und Venus, ja, die ja zwischen zweiter und dritter Begrenzung hängen und die sind beide ätherische Eingebungen in dem, was unten drunter existiert. Das heißt, das, was hier existiert, spiegelt sich in dem hier wieder. Ja? Das, was hier existiert, spiegelt sich in dem hier wieder. Ja? Das wird man dann auch noch eher sehen, ganz genau erkennen. Der Mars ist sozusagen auf der vierten Begrenzung oder in der vierten, nach der vierten Begrenzung. Und in dem Mars ist wieder Mercury und Venus drin. Das heißt, das ist hier drin, das ist hier drin. Ne? Wie im Kleinen, so im Großen, da gibt es einige Gesetze, die das auch bestätigen. Sehr interessant, ja, an der Stelle. Und dann kommen wir zum Jupiter. Und der Mars ist im Jupiter drin. Da gibt es auch nochmal ein richtiges geiles Foto, beziehungsweise jeder kennt vielleicht den Punkt, der im Jupiter existiert. Das ist das Abbild des Marses, weil immer das untere in dem drin ist, das ist in dem und das ist in dem. Sehr interessant, ist auch bei vielen Dingen zu sehen. Ja, dann haben wir Saturn als ätherisches Tattoo, wenn man so will, zwischen fünfter und sechster Begrenzung. Der Saturn repräsentiert natürlich wieder, was unten drunter drin ist. Ja? Und so geht es dann immer weiter, bis wir beim Uranus ankommen. Im Uranus ist wieder Saturn drin. Ja? Und ja, hier schreibt es auch nochmal: Die Planeten sind elektromagnetoroidale Felder bzw. Formen. Ein Feld ist innerhalb des nächsten Feldes. Und sie werden unterschieden bzw. Auseinandergehalten durch Elektromagnetismus. Ja? Alles ist Elektromagnetismus. So, und hier kommen wir zum Jupiter. Ja? Im Jupiter haben wir dieses Bild. Da gibt es immer das hier, was als ja, großer Tornado bezeichnet wird. Jetzt gehen wir davon aus, dass das einfach nur ein elektromagnetisches Feld ist und nicht ein sogenannter Gasplanet. Dann sehen wir hier, haben wir hier den Mars drin. Ja? Ich glaube, wenn ich. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich glaube, ich habe mal in irgendeiner ja, NASA-Doku gesehen, dass der Jupiter oder dass dieser Sturm, der da ist, so groß ist wie der Mars. Und um das halt festzustellen, ja, hier haben wir den Beweis, ne, reden wir nicht drüber. Und dann haben wir Mars und Venus, Mars, der halt Venus und Mercury zusammen ist. Ne, da haben wir hier den Mars als elektromagnetisches Feld, ne, also ein ätherisches Phänomen. Ja, ihr könnt euch das gerne hier durchlesen. Ich versuche es ein bisschen einfacher zu halten und einfacher auszudrücken, nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Hier sind wir dann wieder beim Mond angekommen, der wieder ein Abbild ist von unserer Erde. Das heißt, unsere Erde ist die erste Begrenzung, wie wir das gerade hatten. Der Mond und die Sonne die nächste Begrenzung. Die Sonne ist leider zu hell, erkennt man nichts. Aber beim Mond erkennt man unsere Welt drin und dann haben wir die höhere Stufe, wo wieder Mond und Sonne abgebildet sind. Ihr wisst, worauf der gute Mann hier hinaus will. Ist nachvollziehbar, ist auch verständlich. Schwer zu beobachten, muss man ganz ehrlich sagen, aber
sinnhaft. Also es ist nicht sinnfrei, es ist sinnhaft, ja. Wenn der Mond halt größer wird vom Halbmond, dann ja, sind diese Schatten transparent, ja. Und dasselbe passiert, wenn er wieder kleiner wird, ja. Der Mond ist auch ein Plasma, der ist kein solides Objekt, das hatten wir schon mal. Und ja, der Mond ist halt auch ein fokussiertes elektromagnetisches Phänomen, wie wir es vorher schon hatten, von der schwarzen Sonne von unten strahlt es nach oben, ja, und dann ergibt sich eine Fluoreszenz, weil sich das halt so fokussiert, diese elektrische Energie, ja. Der vierte Status, schreibt hier in Klammern noch hin, der vierte Status von Materie wurde von einem amerikanischen Astrophysiker Amon R. Foster 1965 veröffentlicht. Das war der, vielleicht habt ihr das Video mal gesehen, das war der Typ, der gesagt hat, der Mond ist Plasma und er hätte das beobachtet. Ja, es gibt Professoren, die schon auf der Spur waren, aber ist natürlich immer alles vernichtet und diese Menschen durften nicht frei sprechen. Schon damals nicht, heute nicht, das ist immer schwierig. Ja, der Mond gibt uns sozusagen ein Spiegelbild auf unsere Erde, was ich sehr, sehr schön finde. So, naja, damit sind wir erstmal angekommen, haben das erste Buch abgearbeitet und haben eine kleine Einführung gehabt für den Plasmamond, die Weltkarte, die sich daraus ergibt, die kosmischen Jahreszeiten. Dann haben wir natürlich die Kontinente, die versteckt sind, aber auf der Mondkarte zu sehen. Daher kann man sich auch immer mit dem Mond, wenn man den Mond beobachtet und das weiß, sich auch mit dem Schiff fortbewegen. Also sind die Sterne gar nicht so entscheidend, sondern man könnte den Mond als Karte verwenden, wenn man es richtig macht. Ja? Dann haben wir die sieben Begrenzungen mit Mars, Venus etc., wie sie immer das eine Bild vom anderen ergeben. Dann wie das Tageslicht entsteht und natürlich die verschiedenen Konstellationen in dem Kreis und warum diese ja, Konstellation Oort, die gibt es auch, die hängt auch, glaube ich, in Prag ganz groß. Ne? Warum diese so verschoben ist und nicht mittig, das liegt einfach daran, weil wir in einem Teil, also wir müssten das jetzt hier noch umdrehen, in einem Teil sind und die ganze Karte damit dargestellt wird. Ich sehe euch dann im nächsten Video zum zweiten Buch.